So, schauen wir mal ins Terminal. Wir können hier ein bisschen unsere Kampfausbildung verbessern. Das sind also Tutorials nochmal. Aber wir schauen lieber in die Mails rein. Spezialeinheiten von Stephen Hackett. Shepard, die Allianz-Streitkräfte sind über die ganze Galaxie verteilt. Wir brauchen ihre besonderen Talente bei einer Reihe von Operationen. Diese Missionen werden der Allianz Türen an Orten öffnen, wo wir mit konventionellen Methoden nicht weiterkommen würden. Wir werden Agenten schicken, um die Stellung zu halten, sobald sie ihre Einsatzziele erreicht haben. Begeben Sie sich zu einem Cerberus-Labor auf dem Planeten Sanctum. Genauere Einweisungen kurz vor Ihrem Eintreffen. Hackett. Wiedereinstellung von Stephen Hackett. Commander Shepard, dieser Brief bestätigt offiziell Ihre Wiedereinstellung bei der Allianz Navy, infolge von Admiral David Andersons kürzlich erfolgter mündlicher Zusage. Gemäß § 903.5 des Kriegsgesetzes sind Sie hiermit autorisiert, das Kommando über die Normandie SR-2 zu übernehmen. Ihre Aufgabe lautet, Operationen gegen alle Feinde durchzuführen, die die Erde, ihre Kolonien und ihre Verbündeten bedrohen. Eilmeldung Notfall von Allianz Flottenkommando. Alt, 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 X1A.34 an das gesamte Allianz Militärpersonal. Dies ist ein Alarm für alle Gebiete der Menschen. Fleet Admiral Hackett hat Bedrohungslage Säbel 1 verkündet. Feindpräsenz im Sol-System bestätigt. Erde wird von Reapern angegriffen. Das gesamte Allianz-Militärpersonal soll das Sol-System bei der ersten Gelegenheit verlassen. Versuchen Sie nicht, sich der Erde zu nähern. Schwerer feindlicher Widerstand gemeldet. Ich wiederhole, versuchen Sie nicht, sich der Erde zu nähern. Weitere Anweisungen folgen auf verschlüsselten Kanal Rot still. Allianz-Personal auf der Erde, das nicht evakuiert werden kann, soll sämtliche möglichen Gegenmaßnahmen in die Wege leiten. Das Allianz-Personal außerhalb des Sol-Systems soll sich zu den bekannten Sammelpunkten begeben und bei nächster Gelegenheit mit offensiven Kampfoperationen beginnen. Erfolgen keine weiteren Befehle, darf unabhängig gehandelt werden. Ist da irgendjemand auf Caps Lock aus Versehen draufgefallen? Ich weiß es nicht. ANN-Alarm, neuer Artikel, Quarianische Flotte. Allianz News Network, Ihr Informationspartner. Von Ruxius Rilius, Supername, ANN-Reporter. Citadel, wo ist die Quarianische Flotte? Neuesten Informationen zufolge erobern die Reaper in einem fieberhaften Tempo ein System nach dem anderen. Mitglieder aller Spezies flüchten von ihren Stationen, Kolonien und in einigen Fällen sogar von ihren Heimatwelten. Dieser erzwungene Exodus ist vor allem für die nomadischen Quarianer nichts Neues, die schon vor Jahrhunderten von den synthetischen Geth von ihrer Heimatwelt vertrieben wurden. Aber während die Galaxie sich gegen die Reaper wehrt, hört man von den Quarianern verdächtig wenig. Sprecher der Turianer und der Allianz können die aktuelle Position der Flotte nicht nennen. Sie sagen, sie hätten im Moment andere Sorgen. Was immer die Quarianer auch vorhaben, sie sollen es vor dem Rat geheim halten, wollen es vor dem Rat geheim halten. Bei einem Halt zum Auftanken auf Ilium gab die Flotte kein nächstes Reiseziel an. Und außerdem werden Berichten zufolge galaxieweit alle jungen Quarianer von ihrer Pilgerreise zur Flotte zurückbeordert. Gierige und kurzsichtige Kräfte werden in Zeiten einer galaktischen Krise immer versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Wir können nur hoffen, dass die Pläne der Quarianer nicht das einzige Vorhaben stören, das jetzt wichtige ist, die Reaper aufzuhalten. Lesen Sie Ruxius Rilius Kolumne Blick aufs Reich, exklusiv auf ANN. Ja, schön, wie sie gleich wieder draufhauen auf die Quarianer, ne? Gierige und kurzsichtige Kräfte, sehr nett. Wobei man schon sagen muss, es ist natürlich kurzsichtig, in solchen Momenten dann eine Invasion auf die alten Heimatwelten wieder zu starten. Ein Upgrade wartet auf sie, von Glyph. Glyph kennt man auch, das war die VI vom Shadow Broker, die in der Basis rumgeflattert ist und jeden für den Shadow Broker gehalten hat. Sehr geehrter Commander Shepard, einige der von Ihnen gefundenen Daten haben es mir ermöglicht, ein Upgrade für Sie zu erforschen. Greifen Sie einfach auf das Terminal in Dr. Zonys Büro zu, dann können Sie selbst bestimmen, wie und wann Sie es implementieren möchten. Schönen Tag noch, Glyph. Und Prioritätsmission Eden Prime von Allianz Oberkommando. Commander, Cerberus hat Eden Prime angegriffen und hält die Kolonie jetzt besetzt. Die Allianz-Streitkräfte sind derzeit zu weit verstreut, um die Kolonie befreien zu können, aber wir tun unser Möglichstes, um den dortigen Widerstand unauffällig zu unterstützen. Dabei haben wir erfahren, dass Cerberus ein wichtiges proteanisches Artefakt entdeckt hat. Wir wissen nicht, worum es sich dabei handelt, aber es scheint der Grund für den Angriff auf die Kolonie gewesen zu sein. Sie müssen die Kolonie infiltrieren und das Artefakt beschaffen. Wenn es das ist, was ich glaube, werden wir es vielleicht sogar mit als erstes machen. Noch bevor wir uns dann dem Mond auf Pelerin widmen. Und wir sehen schon, jetzt sind es 5 Etagen sogar schon. Beim letzten Mal waren es bloß 4. Da ging es bloß bis zum Maschinendeck. Jetzt gibt es noch die Shuttlebucht als 5. dazu. Wir schauen uns mal ein bisschen um hier. Das wird auch das letzte sein, was ich in dieser Aufnahme mache. Und hier haben wir auch schon das erste, das ist eine Tafel, die alle Gefallenen zeigt, die mal auf der Normandy gedient haben. Und ich muss mal kurz schauen. Kaidan steht auch mit drauf, Mitte links ungefähr.
Und alle anderen sind die, die bei der Zerstörung der Normandie 1 gestorben sind. Auch Charles Presley steht mit dabei. Ja, und ansonsten sind da auch Leute dabei, denke ich mal, die beim Angriff der Kollektoren auf die Normandie 2 gestorben sind. Also alle, die bisher gestorben sind. Diese Liste könnte viel, viel, viel länger sein, wenn wir einiges an Crewmitgliedern beim Sturm auf die Kollektorenbasis verloren hätten. Haben wir aber zum Glück nicht. So, und das ist der Ort, an dem mal Samara früher war. Die hat ja hier immer gesessen und meditiert. Momentan ist hier rein gar nichts erstmal. Wird sich aber vielleicht noch ändern. Aufs Frauenklo können wir mittlerweile nicht mehr gehen. Schade, können wir gar keinen tollen Kommentar von Lili abfassen. So, hier sitzt mittlerweile auch niemand mehr. Das sind ja die Quartiere der Mannschaftsbesatzung. Gut, schauen wir erstmal kurz hier drüben nach. Ja, zumindest das Männerklo ist noch da. Aber wir können nicht duschen. Also völlig sinnlos. Die Lebenserhaltung, das war ja die Heimat von Thane sozusagen, wenn man so will. Oh, ein neues Schiffsmodell, wunderschön. Hier ist jetzt mittlerweile auch nichts mehr. Man kann auch nicht mehr auf den Antriebskern schauen. Eigentlich schade. So, und hier drüben dürfte ja noch ein Beobachtungsdeck sein. Genau, hier hatte Kazumi damals Platz genommen. Das Einzige, was geblieben ist, ist die Bar. Und dieses seltsame Ding. Ich glaube, das wird jetzt im dritten Teil mal ein bisschen noch eine Rolle spielen. Hier wird dann ab und zu mal jemand sein. Und in die Ecke haben sie jetzt einen Pokertisch gebaut. Ich glaube, Shepard hat Spaß an skyllianischem Poker gefunden, nachdem er da die Techniker im zweiten Teil so abgezockt hatte. Gut. Was haben wir hier? Hier sieht es immer noch so ähnlich aus wie früher. Da drüben ist Dr. Chakwas Ärztekammer. Die ist immer noch da, wo sie vorher war. Da haben sie, glaube ich, nicht so viel dran verändert. Bonuskräfte neu zuweisen? Nein, das möchte ich nicht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Blutbad, muss ich sagen. Was können wir hier machen? Kräfte neu zuweisen. Shepards Kräfte zurücksetzen. Liaras Kräfte. Ach, siehst du mal, hier können wir von jedem einzelnen Gruppenmitglied quasi Kräfte zurücksetzen. Und hier im VI-Kern. Ah, hier liegt jetzt also, ich will nicht sagen die Leiche, sondern das Modell von Dr. Eva, das wir da ausgeschaltet hatten, nachdem es Ashley platt gemacht hatte. Ja, müssen wir nochmal schauen, was wir mit der anfangen können. Ich meine, die Daten sind ja jetzt eigentlich extrahiert, das heißt, normalerweise könnte man sie in den Weltraum rausfeuern, aber das wird noch nicht gemacht. Und ich kann schon mal so viel verraten. Die wird auch nicht vollkommen nutzlos bleiben. Das wird nochmal gebraucht werden. In welchem Sinne, das verrate ich an der Stelle aber noch nicht. So, hier der Hauptgefechtsstand war ja früher mal Garrus Ägide. Vielleicht wird er ja auch wieder hier Platz nehmen. Ich habe ja schon mal verraten, Garrus und Tali sind die zwei, die man in jedem Teil dabei hat. Aber erstmal gibt es hier nichts zu erkunden. Wir gehen erstmal nach rechts. Dort war früher Mirandas Büro, jetzt ist dort das Büro von Liara, die hier ihre Shadow Broker Basis eingerichtet hat. Hey Cliff! Commander Shepard, es ist schön, Sie wiederzusehen. Sie sind die Drohne vom Schiff des Shadow Broker. Dr. Tassoni nennt mich jetzt in 95% aller Fälle Glyph statt Infodrohne. Ich würde gerne Ihre Aufmerksamkeit auf ein Terminal in Ihrem Büro richten. Es analysiert Informationspakete. Wenn Sie nützliche Daten finden, recherchiere ich Upgrades für Sie. Und wonach sollte ich suchen? Ich sage Bescheid, wenn Sie relevante Daten gefunden haben. Dann treffen Sie Ihre Auswahl an diesem Terminal. Doch nun würde Dr. Tassoni gerne mit Ihnen sprechen. Ich wünsche einen schönen Tag. Das Treffen mit dem Rat lief nicht besonders, was? Es war nicht unbedingt ideal. Ich bin schockiert. Wenigstens kann der Rat nicht leugnen, dass die Reaper existieren. Ich weiß allerdings nicht, ob das recht viel hilft, während Sie darüber streiten, welchen Teil der Galaxie Sie nun retten wollen. Oh, Ihr Job als Informationsmaklerin hat Sie richtig zynisch werden lassen, Liara. Mir gefällt's. Sehr schmeichelhaft, glaube ich. Gut, was sollte ich jetzt sagen? Ja genau, das ist so wie früher die Tech-Forschung, die bei Mordin im Labor gemacht wurde. Das haben wir jetzt hier quasi. Sprechen wir mal mit Liara. Sie haben also nicht nur die Drohne von Ihrem Schiff mitgebracht. Einiges war notwendig.
Ohne Datenfeeds wäre ich ein sehr passiver Shadow Broker. Haben Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen? Eingeschränkt. Wir müssen damit dieses Proteanergerät studieren. Bevor wir ihn nicht genau verstehen, ist sein Einsatz viel zu gefährlich. Ihn? Der Gerät oder wie? Haben die Proteaner diese Waffe fertiggestellt? Sie meinen, ob wir es damit hinkriegen? Sie hätten nicht alles auf dieses Gerät gesetzt, wenn sie daran gezweifelt hätten. Aber wir müssen wirklich wissen, was sie uns dahinterlassen haben. Ich spiele nur ungern wie ein Kind mit einer geladenen Pistole herum. Richtig. Der Schaden, wenn die nach hinten losgeht, ist unvorstellbar. Bevor die Reaper kamen, fingen die Leute endlich an zuzuhören. Mit etwas mehr Zeit wäre die Erde vielleicht nicht... Tut mir leid. Das ist vielleicht kein gutes Gesprächsthema. Der Gedanke bedeutet mir viel. Danke. Keine Ursache. Und was ich noch sagen wollte... Es tut gut, wieder da zu sein, Shepard. Das ist schön. Gut, also wir haben jetzt hier quasi die Basis des Shadow Brokers zu unserem eigenen Nutzen mit direkt an Bord. Wir müssen nicht mehr, wie es im zweiten Teil war, da hätten wir ja theoretisch immer wieder zur Shadow Broker Basis hinfliegen können. Hier haben wir jetzt also alles direkt vor Ort. Was haben wir denn da? Panzerungsmodkit. Farron hat seine Kontakte überredet, ein Panzerungsmodkit an die Normandy zu liefern. Der Universalgeldkonverter, bla 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 bla. Gibt es da irgendwas Interessantes dabei? Modifizierung von Shepards Panzerung. Dabei entweder die Schildstärke zu verbessern oder Fächer für Thermomagazine hinzuzufügen. Gut, ich bin für die Schildstärke, denn ich bin ja nicht so auf viel Schießen aus dabei jetzt. Gut. Ansonsten gibt es jetzt keine Upgrades mehr für uns vorerst. Aber wir haben schon mal die erste Verbesserung jetzt durchgeführt. Verbesserte Schilde. So, hier hinten ist bloß noch das Bett. Aber hier haben wir noch ein Terminal, das wir benutzen können. Dieses Terminal enthält unkritische Korrespondenz ihrer Bündnispartner. Dr. Tassoni hat Ihnen Zugriff gewährt. Aha, dankeschön. Notizen über Proteaner 2171 bis 2185. Glyph, erinnere mich daran, diese alten Notizen wegzuräumen. Vielleicht fördert eine erneute Überprüfung etwas Nützliches in Hinsicht auf das proteanische Gerät zutage. Liara. 2171. Die Universität von Saris hat zugestimmt, meine Arbeit auf der proteanischen Ausgrabungsstätte auf Dretirop zu unterstützen. Sehr aufregend. Professor Hannell wird die Operation persönlich leiten. Vielleicht kann ich Sie sogar nach Ihrer Meinung über das Konzept meiner Doktorarbeit fragen. Anhang: Doktorarbeit über proteanische Erstkontaktprotokolle. 2174. Ich glaube, Dr. Joe Shawns Annahme ist richtig, dass die ausgegrabenen proteanischen Artefakte aus dem dritten Zeitalter stammen und nicht aus dem vierten. Was für ein peinlicher Fehler. Wenigstens schien er mit dem Rest der Arbeit zufrieden zu sein. Anhang: Arbeit über den Vergleich proteanischer Technologie mit moderner Schaltkreislogik der Asari. 2183 Teil 1. Ich bin Teil der Terrum-Expedition. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Genehmigung bekomme, die dortigen proteanischen Ruinen zu besuchen. Aber die Universität von Saris hat die Finanzierung wohl doch noch hingekriegt. Ich muss packen. Anhang. Arbeit über das Ende des proteanischen Reichs. 2183 Teil 2. Bei der Göttin! Dieser Mensch Shepard hat den Schlüssel dazu, die Proteaner auf einer unterbewussten, instinktiven Ebene zu begreifen. Wäre ich doch nur dabei gewesen, als der Commander den Sender auf Eden Prime berührt hat. Ich werde versuchen, an Bord der Normandy mehr über diesen Dechiffrierer in Erfahrung zu bringen. Dass die Reaper etwas damit zu tun haben, ist gelinde gesagt beunruhigend. Anhang: Konzept für die Arbeit über das Ende des Proteanischen Reichs mit Korrekturanmerkungen. Und 2185. Ich habe mir die Aufnahmen des alten Shadow Broker über die Kollektoren angesehen. Es ist unheimlich, dass sie praktisch die Husks der Proteaner sind. Wenigstens ist nach dem, was die Reaper mit ihnen gemacht haben, nicht mehr mit Intelligenz oder Bewusstsein zu rechnen. Anhang: Konzept für eine Arbeit über proteanische Biologie. Und Nachricht von Agent Farron an den Broker. Ich habe gestern Kontakt mit Tassig aufgenommen. Sein Gesichtsausdruck war unbezahlbar. Er ist nicht glücklich darüber, dass sie mir das Auskundschaften der Terminus-Systeme übertragen haben, aber er macht einen guten Job und hält uns am Leben. Ich habe noch so viele nervöse Piraten und... Was? Ich habe noch so viele nervöse Piraten und Söldner gesehen. Der Schwarzmarkt ist unzuverlässig und es wird immer schwieriger, mit Lieferanten in Verhandlungen zu treten. Wenn es noch schlimmer wird, kann die Allianz sich darauf als Quelle von Material für den Tigel nicht mehr verlassen. Der Tigel ist übrigens das Gerät, das wir gerade basteln. Wird an der Stelle noch gar nicht so erwähnt, aber das wird später so genannt. Manche Agenten glauben, wir sollten langsam Schadensbegrenzung betreiben, aber ich frage dann immer nur, seit wann haben die Erfolgschancen den Broker je aufgehalten? Farron.
PS, ich hoffe, es ist Ihnen endlich gelungen, unseren Freund Droni dazu zu bringen, nicht an jedem in jedem Satz die Wörter Shadow und Broker zu sagen. Gut. Langsam wird das Vorlesen doch ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl. Der Tiegel, ich weiß nicht, ich nehme an, dass es im Englischen Melting Pot sein wird. Das passt auch weitaus besser, muss ich sagen, weil natürlich auch hier die Rassen gemeinsam dran arbeiten, da ist es natürlich noch erst recht ein Melting Pot. Also Melting Pot wäre ja eigentlich ein Schmelztiegel. Ich glaube aber nicht, dass sie es einfach nur Pot genannt haben, das wäre irgendwie komisch. Naja. Hallo Shepard. Wir wollen noch ein bisschen mit Lyra reden, um ein bisschen über sie zu erfahren und vor allen Dingen über das Proteaner-Gerät. Wie viel wissen Sie über dieses Proteaner-Artefakt? Sehr wenig. Es ist pures Glück, dass genügend Daten für die Baupläne übrig waren. Für die Entschlüsselung brauchen wir die besten Spezialisten. Ist das so Hightech? Während des Hauptstudiums hätte ich für einen Blick darauf getötet. Ist die Drohne Ihr neuer Sekretär? Glyph ist eine VI-Einheit und indexiert meine Suchfunktionen in den Datenfeeds. Er ist unverzichtbar. Zum Glück hatte Edi ihn noch an Bord gelassen, nachdem er versucht hatte, ihre Aufgaben umzuschreiben. Ich wollte nur die automatischen Systeme des Schiffs an die unseren angleichen, Dr. Tassoni. Und genau deshalb stehst du auch unter Kabinenarrest. Wie ist es mit Ihnen als Broker so gelaufen, Lyra? Es war aufregend. Und das alte Brokerschiff? Beeindruckend, aber nicht gerade weltraumtauglich. Der Unbekannte hat mich dann schließlich auf Hagalas aufgespürt. Und was dann? Ich wusste, dass er kommt. Farron und ich haben so viel Hardware wie möglich vom Schiff auf ein Shuttle umgeladen. Durch ein Ablenkungsmanöver konnten wir dann einem Cerberus-Schlachtschiff entkommen. Was für eine Ablenkung? Wir haben das Brokerschiff in einen Cerberus-Kreuzer gejagt. Der Unbekannte hat sicher nicht damit gerechnet, dass ich meine Ressourcen so spektakulär opfere. Können Sie ohne Schiff noch als Broker operieren? Der Unbekannte durfte es nicht kriegen. Das Wichtigste konnte ich retten. Mein Agentennetzwerk ist noch intakt, obwohl die Reaper es deutlich dezimiert haben. Die Kontaktherstellung dauert eine Weile. Was hat Farron nach ihrer Flucht gemacht? Er wollte um jeden Preis wieder arbeiten und ich brauche mehr Agenten. Agent Farron hat bei seiner letzten Meldung keine Verletzung gemeldet, Doktor. Stimmt, er hat so viel überlebt. Ich sollte mich weniger sorgen. Wie ist es mit Ihnen als Broker so gelaufen, Lyra? Es war aufregend. Und das alte Brokerschiff? Oh, Verzeihung, das hatten wir natürlich schon. Und was dann? Ich wusste das. Durch ein Ablenkungsmanöver so, machen wir das mal schnell weg. Verzeihung. Schlachtschiff entkommen. Was ist seit unserem letzten Treffen alles passiert? Seit sie mir gegen den Shadow Broker geholfen haben, habe ich eine Handhabe gegen die Reaper gesucht. Nur die Proteaner hatten umfassendere Informationen über sie. Von älteren Zivilisationen haben wir kaum Quellen. Ich wusste, dass der Unbekannte dasselbe Ziel hatte, als unsere Agenten aufeinander trafen. Wie auf dem Mars? Ich dachte, ich hätte meine Spuren verwischt, aber er beobachtete alles. Wir reden später, Lyra. Natürlich. Also Lyra geht vollkommen in ihrer Aufgabe als Shadowbroker auf. Eigentlich müsste die auch ein wahnsinniges Vermögen angehäuft haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Shadowbroker arm wie eine Kirchenmaus ist. Also, ich glaube, das ist wirklich gerade auch für diese Aufgabe, die Shepard jetzt hat, verdammt gut, dass wir den Shadowbroker quasi mit im Boot haben. So, also da werden wir später auch noch ein paar Mal mit vorbeischauen. Hier kommen wir momentan noch nicht rein. Hier war ja Grunt früher zu Hause. Da wird später auch wieder jemand drin landen. Und zwar ein Charakter, der nur unserer Crew beitritt, weil wir ein DLC haben. Und zwar ein ganz besonderer Charakter, aber das werde ich später mal näher beleuchten, wenn wir ihn dann haben. Schauen wir erstmal kurz noch hier drüben vorbei, wo früher Said drin war. Hier ist jetzt Diana Allers in der Müllverarbeitungsanlage, ne? Super. Beziehungsweise, dass das früher mal die Müllverarbeitungsanlage war. Wir können ja auch mal mit ihr kurz reden. Wie läuft's mit dem neuen Auftrag, Allers? Ganz gut. Bis auf die unabhängige KI, Matriarchin Benesias Tochter und den Kommunikator, der die Erde erreichen kann. Mit den ersten beiden komme ich zurecht. Der letzte macht mir mehr Sorgen. Was genau wollen Sie denn haben? Alles von der Erde ist momentan eine Titelstory. Das ist nicht meine Meinung, sondern Fakt. Vielleicht kann ich ein paar nicht geheime Berichte weiterleiten. Im Ernst? Das verdoppelt meine Einschaltquote. Ich brauche gar kein Gespräch, nur ein paar Daten, die nicht mal Ihre Zeit mit ihm stören. Berichten Sie, was auf der Erde wirklich passiert. Ich will nach Ihren Beiträgen auf allen Planeten scharenweise neue Rekruten sehen. Das kriege ich hin. Ich erzähle Ihnen mal, wie ich einen Elkor zum Weinen gebracht habe.
Ja, bitte? Würde mich interessieren. Commander? Los, erzähl! Müssen wir reden, Commander? Ah, dann halt nicht. Im Moment nicht, Alice. Sagen Sie Bescheid, wenn es soweit ist. Also könnten Sie theoretischerweise auch jederzeit wieder nach Hause schicken, wenn wir sie nicht mehr auf dem Schiff haben wollten. Aber ich meine, sie stört ja niemanden hier. Die kann ja ruhig bleiben von mir aus. Die stört ja nicht. So, ich glaube, unten dürfte eigentlich nichts sein. Jack ist ja hoffentlich nicht mehr hier unten drin und versteckt sich irgendwo in den Maschinen. Das würde mich etwas wundern. Nee, hier ist gar nichts. Außer ein Modell der Sovereign. Warum nicht? Bauen wir uns mal ein Reaper-Modell ins Schiff. So, also wir finden überall die kleinen Modelle, die kleinen Schiffsmodelle, die wir im zweiten Teil noch mühselig zusammentaufen mussten. Jetzt liegen sie einfach überall rum.